Hey Leute, willkommen zurück bei The Witcher 1. Beim letzten Mal haben wir den Kerker wiedergefunden, in dem immer noch unsere Ausrüstung auf uns wartet und eine Belohnung. Gucken, mussten wir mit dem reden? Ihr seid frei, aber an die Quarantäne müsst ihr euch trotzdem halten. Soll heißen? Verlasst den Tempelbezirk nicht. Ja, super. Das kann nicht euer Ernst sein. Wir behalten euch Hexer immer im Auge. Habe ich euch nicht von gleichen Rechten für alle reden hören? Was gibt's, Hexer? Nach dem, was ich mich erinnere, habe ich sogar gesagt gehabt, ich glaube, wir müssen von außen erstmal in die Stadt kommen und dann von der Stadt noch in verschiedene Ringe oder Bezirke rein, bevor wir dann irgendwann in der Mitte ankommen und dann quasi Spiel vorbei ist. Das war meine Theorie und es sieht danach aus, da wir nämlich jetzt auch nicht weiter vorankommen. Wie kommt ihr mit den Salamandra-Ermittlungen voran? Geduld, Hexer. All das wird sich heute Abend aufklären. Mhm. Kann ich euch irgendwie helfen? Haltet euch vom Lagerhaus im Elendsviertel fern. Das ist ein delikater Fall, bei dem euer Schwert nicht erforderlich ist. Noch nicht. Die Lagerhäuser. Ihr geht da doch nicht allein hin, oder? Es ist eine geheime Mission. Wie soll ich da denn hingehen? Mit einer Truppe in voller Rüstung und einem Trompeter? Immer mit der Ruhe. Ich bin kein Anfänger und habe einige Asse im Ärmel. Zweifellos. Aha. Soll heißen? Na egal. Genießt den Tag, kostet eure Freiheit aus. Und morgen serviere ich euch vielleicht Javits Eier auf einem silbernen Tablett. Mal gucken. Es heißt, ihr haltet einen Salamander gefangen. Kann schon sein. Aber was geht euch das an? Naja. Ich will ihn. Ich würde gerne rausfinden. Ihr bekommt keine Antworten. Weder von mir noch von meinen Männern. Ich kann beweisen, dass ich die Gorgo getötet habe. Jetzt gibt es erstmal Belohnung. Das macht 400 Orens Belohnung. Wohlverdient. Nice, ich muss auch noch meine Sachen zurückholen, aber das muss aber beim anderen Typen gewesen sein. Kümmert ihr euch auch um Ungeheuer? Ich möchte meine Männer der Gefahr nicht unnötig aussetzen. Ich bezahle jeden, der ein Ungeheuer tötet. Welche Ungeheuer bringen die größten Belohnungen? Momentan umfasst mein Etat eine Belohnung für die Gorgo in den Kloaken und eine blutrünstige Pflanze, die im Sumpf lockt. Habe ich noch nicht gemacht. Götter. Ja, wir haben erstmal eine neue Quest. Wir müssen jetzt mit denen reden. Ihr habt die Gorgo getötet. Im Namen von König Foltest gewähre ich euch offiziell Pardon. Endlich hat diese Posse ein Ende. Nehmt eure Habseligkeiten aus der Truhe, ehe ich sie verkaufe. Und vergesst nicht die Belohnung, die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde. Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen. Ah, endlich kann ich mich entspannen. Ich werde inspizieren, was wir hier beschlagnahmt haben. Ausrüstung bester Qualität. Aha, welche Truhe ist es denn? Frage, wo? Wo ist mein Zeug? Stufenaufstieg, perfekt, es ist die Truhe. Vermutlich. Kommen wir zumindest rein, also. Das ist mein ganzes Zeug, vor allem meine Unmenge an Gold, die ich angespart habe. Alles nehmen, okay. Die Axt kann ich nicht nehmen, da ist nämlich mittlerweile. Kann ich die nicht hier hin tun? Nein. Das geht hier hin und dann das hier hin? Ja. Okay. Wir haben Hexer-Stahlschwert, die Waffe und vor allem hier das Hexer-Silberschwert, das ist relativ neu noch. Da bin ich auch noch happy mit. Weil da haben wir echt viel Zeugs. Müssen wir mal gucken, was wir verkaufen können, was nicht. Muss ich mal gucken. Können wir wieder hier rein? Nein. Hier auch noch was? Nein. Aber der meinte doch, der handelt. Ist das ein Händler? Hachi! Verdammt, ist das stark. Oh, denn im Fistech. Das geht euch nichts an. Ich wollte doch nur... Ein Drogenabhängiger. Super. Richtig schön fissig abhängig, was hat der? Ich habe etwas für euch. Geschenk. Ich kann den Geschenke machen. Ich kann hier das aufteilen. Ich würde ihm gerne nur einen geben. Ich habe ihm gar keinen gegeben, okay. Egal. Gehen wir raus hier. Wir haben jetzt einige Quests, die wir verfolgen können. Dann machen wir das doch mal direkt. Mmh.
traurig, wenn es so. Es kam zu neuen Massakern. Die sehen hier sehr breit aus. Guck mal kurz, Tagebuch, Quest. Den ganz Geheimnisse, nein, der komplette Zeuge. Über den Gefangenen, Übertritt über den Gefangenen ausfragen. Okay. Technis an der Klinge, ich muss Silberschwert fragen. Okay, Geheimnisse des Sixers, ich stelle gesunde Ermittlungen an. Zu erfüllen, Verdächtiger. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen, was im Lager... Ja, wir gucken uns das Lagerhaus an, das will ich. Leider hat er gesagt, sollen wir nicht hingehen. Wenn jemand mir sagt, ich soll irgendwo nicht hingehen, dann gehe ich erst recht hin, ja? Deswegen bewegen wir uns jetzt zum Lagerhaus. Es regnet und es schüttet. Oh mein Gott, gleich beides. Das ist ja grauenvoll. Was bist du? Nieswurz. Loot tut gut, Leute. Loot tut gut. Okay, hier geht's nicht lang. Ich muss wohl einen weiter. Ich dachte, ich könnte hier durch. Ich muss sagen, in dieser Stadt finde ich mich noch gar nicht zurecht. Da war ich mit dem offenen Feld cooler. Hier, nee, hier rechts. Ist es hier? Gibt es hier eine Tür? Nein. Mut ich da unten irgendwie hin? Liebs, ich muss nur einmal klicken und er geht automatisch hin. Das heißt, sie muss nicht gucken. Unglaublich. Eine Region, Elendsviertel. Des anrüchigen Viertels rühmen. Verfluchte Götter. Ist das Shani? Nee, eine Kurtisane. Randa. Wie wär's? Für euch mache ich einen Sonderpreis. Oh ja. So viel nicht. 37? Raus! Oder ich ruf den Boss. Wie wär's? Nee, 270, der schlägt ja immer mehr vor. Wie wär's mit 242? Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Ich hätte weniger zahlen sollen. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. So Erfahrungspunkte, wie bei The Witcher 3. Also auf dem Bild sieht die besser aus als im Spiel. So, die Sammelkarten, kann man das sammeln? Das sieht ein bisschen aus wie Sammelkarten. Können wir nochmal? Es geht hier rein. Abgeschlossen, muss ich vielleicht jetzt zu nachts warten. Wird nachts irgendeine Aktion sein. Schurke! Ihr sucht Abenteuer. Zack! Wollt ihr was abgeben? Oh, hier sind noch mehr Leute. Carmen! Hure mit Namen! Ich entspannen, mein Hübscher? Nur ein wenig. Kommt drauf an. Ich bin für alle Vorschläge offen. Sie ist ein Freudenhaus, ich sehe das Schild. Na gut, reden wir. Aber ich hoffe doch auf mehr. Überrascht mich. Liebe ist wie eine Birne. Süß und wohlgeformt. Versucht einmal, ihre Form zu beschreiben, aber ohne Birne zu sagen. Oben schmal, unten fett. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich es sehe. Komm, sag was mit dem Früchtchen. Ich bin kein Poet, aber ich erkenne ein reifes Früchtchen, wenn ich eins sehe. Ein Süßholzraspler. Wenn das Gespräch so weitergeht, will ich von dieser Frucht kosten. Oh, habt ihr Arbeit für einen Hexer? Erstmal hier nach Monstern fragen. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Ein paar Männer machen mein Mädchen Ärger. Kümmert euch darum und wir belohnen euch. Großzügig. Wird erledigt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wo kann ich sie finden? Ich kenne drei Plätze, die sie nachts frequentieren. Markiert sie auf meiner Karte. Okay, ich würde gerne noch weiter quatschen. Schön, euch zu sehen. Ach. Hat sich die Lage beruhigt? Noch nicht. In Ordnung. Schön, euch. Das war zu der Quest, das wollte ich eigentlich nicht. Arbeiten viele Mädchen wie ihr in Vizima? Sehr viele. Aber ich bin die Hübscheste. Natürlich. Zweifellos. Schön, euch zu sehen. Habt ihr etwas Ungewöhnliches als Unterhaltung zu bieten? Manche Kunden würfeln dabei gleichzeitig gern. Interessiert? Ja. Vielleicht irgendwann einmal. Schön, euch zu sehen. Wir würfeln. Dass ich sie nicht bumsen kann, finde ich schade.
Weil die hat einen Namen, die andere nicht. Das wäre irgendwie sympathischer. Naja, gehen wir würfeln. Erstmal rein mit den Kohlen. Anfänger, okay, rein. Hübsches Brett. Okay, wir haben 2 Vieren, da kann ich wohl Herzens erhöhen. Die anderen nochmal werfen. Werfen mal die und lassen die 5, wir haben auch eine 5. Na komm, 4 und 6. Wie viel Pech kann man haben? Aber das ist eine 4 immerhin, das heißt wir haben 3er. Ich hätte lieber 2 Fünfen gehabt oder so. Gewonnen, nächste Runde. Würfeln. Was haben wir? Die Musik ist geil. Oh, 2 Paare direkt. Und sie hat ein Paar. Dann rein da und nochmal die 5 würfeln. Na. Aber immerhin 2 Paare. Komm, 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 komm. Ja. Ausgang. 100 Erfahrungspunkte und Gold. Wie viel? Wollen wir nochmal spielen? Schön, euch zu sehen. Lief gerade gut. Dann nochmal schön verspielen das Geld. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Keine Ahnung. Langsam finde ich auch das Spiel zu verstehen. Das ist gut. Vielleicht mal im Real Life spielen. Das wäre was für ein Community-Treffen. Okay, 2 Vieren. Hat die kein Geld mehr? Ich kann mehr machen. Kommen die 2 und die 3 rein, die 6 behalte ich noch, um noch 6 zu würfeln. Ja! 2 Paare. Gewonnen, nächste Runde. Der Hure die Hosen aus, das ist voll fies. So, die verdienen vermutlich eh schon nur einen Hungerlohn in der Stadt da. Wobei, ich habe vorhin sehr großzügig für die eine bezahlen müssen, das war ja nicht die schönste, sondern sie hier ist die schönste. Erhöhen, wir haben 2 Paare. Wir tun wieder den und den weg und hoffen auf 6. Oder halt noch eine 1. Ist eine 6 geworden, ja. Paare, aber ich habe gewonnen. 0 gewonnen. Super. Okay, die Quest hier können wir schon mal nicht machen, aber wir haben jetzt eine neue Nebenquest, ne? Ja, hier ist ein scheiß Motter. Dann machen wir mal... Ich muss Zeugen befragen. Gibt es einen Questmarker für? Nein. Aber hierfür gibt es einen Questmarker. Einfach folgen wir den mal. Hierfür gibt es keinen Questmarker. Doch, gibt's. Nee, doch, das ist das von gerade. Sag mal, bin ich. Leichte Mädchen. Ach, das ist mit den Mädchen. Na, dann helfen wir erstmal den Prostituierten. Rein da. So, einmal hier hoch. Hier irgendwo rechts, ja. Was für ein Wolkenbruch. Seid ihr das? Letzten Mond wurde der Mann meiner Nachbarin verschlungen. Nein. Was für ein Wolkenbruch. Ist das... Wache? Ihr da, trollt euch. Nee, mit wem soll ich dann... Oh, armer Junge. Ihr seid unheimlich. Danke. Muss ich hier rein? Was für ein Wolkenbruch. Abgeschlossen. Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Ich muss den Garten nicht wieder wohin auf, Leute, in die Stadt. Muss ich? Man munkelt, die Quarantäne werde so lang dauern, wie die Pest wütet. Und wie ein Pech. Die Wäsche der Nachbarin wird nass. Es zieht ein Sturm auf. Zoltan, was machst du denn hier? Hexer! Sultan Shivai. Schön, euch zu sehen. Ihr seid also in die Stadt gekommen? Für einen Hexer gibt es viel Arbeit in Vizima. Sieht so aus. Wie habt ihr es geschafft, reinzukommen? Garstige Anderlinge schaffen es immer, in die Häuser der Menschen zu schleichen. Da ist was dran. Hört zu, Sultan. Ich muss mit euch reden. Ja? Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao. Man sieht sich. Zoltan bleibt hier. Das ist perfekt.